Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Ja, hier sind wir. Oh, heute geht's aber zu hier. Da drüben auch. Was ist das für ein Sender? Hinter mir? Ja, das müsste immer noch... Hier, der da. Ja, immer noch hier von der Welt. Das ist die Welt. Nee, das ist was anderes. Das ist was anderes. Ja, das frage ich dich doch. Siehst du, ich frage das, was ist hinter mir, dann gibt er mir eine Antwort, dass er irgendwie eine Kirche gebaut ist. Nee, gibt immer so viele. Das in der Universität, ja. Hallo zusammen, jetzt kommen wir mal direkt zu euch, weil hier ist coronamäßig die Sau drin. Da drüben wird geschrien wie beim Metzger. Corona gibt's nicht mehr. Corona gibt's nicht mehr? Das auch nicht mehr. Gut, dann gehe ich zu euch, weil ihr schaut noch coronamäßig aus. Zumindest seid ihr Risikopatienten wie. Was machst du mit deiner Lampe da? Ja, ich möchte dich erleuchten. Ich bin fertig, Leute. Der eine möchte mich erleuchten, der andere möchte mich irgendwo anders hinstellen. Ja, genau. Ich komme mit Facebook lesen nicht mehr hinterher. Ich komme mit meiner Arbeit nicht mehr hinterher. Ja, weil ich so viel zu tun habe. Warum? Ihr kennt das alles gar nicht. Ihr seid so die typischen Rentner. Die gehen am Abend ins Bett und sagen, mein Morgen darf ich nicht so früh aufstehen. Wie früh stehst du denn auf? Ja, ich muss um 6 schauen, ob dein Kanarienvogel noch lebt. Und dann wird der Tag natürlich lang. Logisch. Warum schaffst du so jetzt? Hast du ihn geschlagen? Hast nichts Verkehrtes gemacht. Du bist halt auch so traurig. Was? Nein. Verschlafen. Ja, liebe Zuschauer, herzliche Grüße aus Berlin. Wir verabschieden uns jetzt und schalten um auf die neue Seite von Merkel muss weg Mittwoch. Und zwar auf die Seite facebook.com/Merkel muss weg Mittwoch aktuell. Alles zusammen, alles ein Wort. Bis in wenigen Minuten auf der neuen Seite. Schalten Sie um und abonnieren Sie die neue Seite. Bis gleich. Wenn Sie ein Inserat aufgibt auf Facebook, das ist wie eine Kontaktanzeige. Das ist, nee, ich weiß nicht, das ist immer so verführerisch bei ihr. Sie schreibt da so einen anständigen Text runter. Was ist denn da? Ja, weißt du das? Was, wenn ich euch so anschaue? Ja, deshalb mache ich es ja wegen der. Also jedenfalls, sie schreibt dann immer so verführerisch oder, oh nee, so zwei eindeutig zweideutig. Und die anderen denken, oh fertig. Und schon geht's los. Kennt ihr noch die St. Pauli-Nachrichten? Ja, das Alter wie ja, natürlich. So, du kennst nur die Bilder, logisch. Zum Lesen hat es bei dir nicht gereicht. Im Alter konnte ich schon nicht lesen. Nee, sag ich ja. Hallo zusammen. Du auch hallo, was machst du jetzt ohne Handy? Hast jetzt alles abgestellt? Ja, okay. Gut. Zu was für einer Baustelle gehört ihr? Ja?
Kinofilm. Oh, oder dann stellt euch her, macht Kinofilm. Was kriegen wir? Was ist Merkel muss wegfilmen, oder? Wir müssen Gage aushandeln. Kommt auf eure Argumente drauf an. Was haben wir? Die Argumente dafür? Was das Argument ist einfach AfD. Wir sind von der AfD. So. So nah kommt ja den schlechten Menschen nie. Aber hätten Sie irgendwen, der die ablösen könnte? Oder wer will wer mich ablösen könnte? Nee, nicht Sie. Die Hexe, ja. So. Wir sind doch da, um Merkel abzulösen. Wir wollen doch sonst niemanden ablösen. Aber wollen Sie den Posten haben oder wer will den? Alle. Ein kollektives. Ja. Weil dann kommt nämlich genauso viel raus wie mit einer allein. Also, wir wollen zurück ins Recht. Zurück ins Recht. Aus dem Satanismus wieder ins Recht. Ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Ich brauche jetzt gar nicht weiterreden, weil. Das ist ein klasse Überraschung. Klasse Überraschungsgast. Ja, ja. Andreas, grüß dich. Du bist der klasse Überraschungsgast, habe ich jetzt gerade gehört. Ah. Möchtest du ein Begrüßungswort sprechen? Die zwei machen Kinofilm, haben sie gesagt. Ja, wie wir jetzt Merkel ablösen, das wollen sie jetzt machen. Da wird ein Heimatfilm draus. Nein, Heimat, oder? Also, dann sprich doch gleich mal, dann brauche ich nicht so viel reden. Weil wir regnen mehr Wasser. Also, ihr kennt den Herrn hier, ne? Ja. Jetzt mal einen Applaus! So. Und er wird euch jetzt von Merkel was erzählen, von... Ja, du erzählst einfach. Macht zu. Ja, vielen Dank. Ich freue mich mal kurz hier zu sein, vorbeizuschauen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Das ist ganz wichtig. Das Wichtige an diesem Signal ist ja nicht die Masse an Menschen, die hier ist, sondern die Kontinuität. Ich weiß gar nicht, wie viele Branche ist er? 166. Da muss man erstmal durchhalten können. Ist auch gut, über Merkel will ich nicht so viel erzählen, weil da brauchen wir uns gegenseitig nicht sagen. Wir arbeiten hart dran, um diesen Zustand dieser unfähigen Regierung zu beenden. Genau das wollen wir tun. Ich bin eigentlich da, um euch zu danken für die Kontinuität. Ihr kriegt ja mit, was so läuft. Wir kriegen ja nicht nur Druck von außen, auch innen ist nicht immer alles ganz in Ordnung, muss ich noch ein bisschen zurechtrumpeln, aber da halten wir durch. Deshalb möchte ich mich bedanken, dass der Widerstand wichtig ist, den wir hier leisten. Das sehen wir auch daran, in welchem Maße jetzt durch diese ganze Corona-Hysterie Grundrechte eingeschränkt werden. Ich freue mich, dass wir es zumindest in Brandenburg geschafft haben, dass wir gesagt haben, wir haben ja, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, durch einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht es geschafft, Versammlungsfreiheit wiederherzustellen. Also es bedeutet, es dürfen wieder Großveranstaltungen stattfinden. Zeigt ja auch, dass die Maßnahmen unrechtmäßig sind. Der richtige Hammer wird erst noch kommen, weil für die Menschen, wenn man auch sieht, was es wirtschaftlich bedeutet. Manchmal hat man das Gefühl, dass der Regierung samt der Dame im Hinterhaus hier das ganz recht kommt, weil eins ist ja klar, die Wirtschaft geht nicht vor die Hunde, weil jetzt Corona gekommen ist, sondern es war ja schon vorher so, dass wir auf dem Abwärtsweg sind. Das haben wir immer offen angesprochen. Im Grunde hat es ja fast, ich will nicht übertreiben, was prophetisch ist, dass wir gesagt hatten, da hatten wir eben schon recht. Und jetzt sind wir wieder hier, den Druck erhalten wir aufrecht, den müssen wir aufrechterhalten, weil es so nicht weiterlaufen kann. Und deshalb freue ich mich und bedanke ich mich für die Kontinuität, ob das hier ist, ob das in Dresden ist, bei Pegida Dresden oder anderswo. Wir müssen unseren Widerstand auf die Straße tragen. Ob das einzeln ist, in kleinen Gruppen, ist völlig unmaßgeblich. Wir machen das friedlich, wir machen das ruhig. Wir haben ja gute Argumente, wir brauchen uns nicht rumstreiten. Aggressiv sind immer die anderen. Deshalb mein Dankeschön. Was tut sich sonst so? Berlin ist ein Fall für sich natürlich. Berlin ist ja keine Stadt. Wer sich umguckt in Berlin, Berlin ist ja eher ein urbaner Ausnahmezustand geworden, leider Gottes. Da sind wir in Brandenburg noch ein bisschen auf der Insel der Seligen. Aber Brandenburg ist auch die kleine DDR. Da sind wir aber als AfD schon mal so weit gekommen, dass wir sagen, ein paar Prozente brauchen wir noch. Und dann sorgen wir da mal für den richtigen Wandel und auch für frische Luft. Das haben wir dringend nötig. Auch hier ist es dringend nötig. Aber die Merkel-Dämmerung hat ja schon eingesetzt und ich hoffe drauf, dass wenn ich, das nächste Mal wird es nicht sein, aber wenn ich eins der Male drauf komme, dass dann hier transparent ist, wo drauf steht, Merkel ist weg. Ja. Das muss unser Ziel sein. Schlimmer kann es nicht werden.
Ich bin da vorsichtig, ja, weil er sagt ja auch, was Besseres kommt selten nach. Wer sich das ein gutes Beispiel dafür, wie es schieflaufen kann, sind ja die Verteidigungsminister. Ja, wenn man sich mal die Kette der Verteidigungsminister, die auch zum Kompetenzteam gehören, anschaut, da hat man auch immer gesagt, schlimmer kann es nicht werden. Und es kam immer schlimmer. Ja, wo man gesagt hat, gut, nach unten auf der Richterskala ist da überhaupt noch Luft. Das ist es. Und ja, wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben einen Fachkräftemangel in der etablierten Politik. Wir haben einen Fachkräftemangel im Deutschen Bundestag und in anderen Parlamenten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dranbleiben. Ich bedanke mich sehr, dass ihr hier seid. Dranbleiben, laut bleiben, ehrlich bleiben. Und ich bin ganz sicher, es kommt der Tag und dann ist Merkel weg. Vielen Dank. Jetzt ist Franz auch weg. Er kommt gleich wieder. Und dann haben wir noch was, lieber Herr Kalbitz, das hat nämlich der Merkel-Muss-Weg-Mittwoch schon mal vorbereitet. Und da steht drauf, Höcke und Kalbitz nach Berlin. Das muss auch mal sein. Aber auch vielleicht mal Bundestag oder so. Darf ich noch? Ja. Also das ist dann Pflicht, eine Vergnügungssteuer. Pflichtig ist das hier sicher nicht. Aber das machen wir gerne, wir machen es ja für unsere Kinder und Enkel. Vielen Dank. Ist schon fertig. Oh. Danke sehr, bitteschön. Die sind alle perplex, dass du jetzt da aufgetaucht bist. Muss keiner perplex sein. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo die hingehören. Die machen Kinofilme oder so Heimatfilme oder sowas. Jetzt sind die ganz happy, dass sie mich auch gesehen haben. Machst du bei Heidi mit oder sowas? Heidi, das ist doch Heidi, oder? Heidi. Heidi. Also ihr könnt schon noch zwei, drei Fragen, aber anständige Fragen. Schuhgröße, die kann er auswendig sagen. Ja, bitte schön. Und? Ja, habt ihr keine Fragen? Gut. So schnell geht's. Hast du noch irgendwas, was du den Herrschaften noch erklären möchtest? In meinem Beisein, meine ich. Ich glaube, wir brauchen uns gegenseitig nicht mehr viel offene Türen einzurennen, inhaltlich, dass wir uns gegenseitig erzählen, um was es geht. Viel wichtiger ist, dass wir andere überzeugen, immer wieder, da darf man nicht nachlassen, und nach diesem Graswurzelprinzip arbeiten. Einer überzeugt zwei, überzeugt drei, überzeugt vier. Das ist ganz wichtig. Ja, es ist eine große Übermacht, gegen die wir stehen. Das sind die GEZ-Medien, die da illustrer ihr Zeug verbreiten. Weiß nicht, wer das noch guckt. Ja, oder wer noch etablierte Medien, ist ja auch egal, auf welchem Kanal man aktuelle Kamera guckt, ist ja sowieso immer dasselbe. Ja, wenn man heute, das ist das neue Westfernsehen, sind ja Schweizer Medien. Ja, Schweizer Medien, wenn man Westfernsehen gucken will, dann schaut man ja Schweizer Medien an. Oder französische, wenn man es versteht. Den Rest kann man sich sparen. Also ich habe nichts mehr zu sagen, oder eigentlich noch eine ganze Menge, natürlich politisch. Aber dafür sind wir nicht hier, wir sind hier, um dieses Zeichen zu setzen. Und das ist gut und das ist sinnvoll und das ist immer kraftvoll. Es ist egal, ob es weiß ich, die Masse macht, ist nicht zwingend. Und ich verspreche, es dauert nicht mehr lang, dann werden wir hier den Platz wieder mit Masse füllen, wenn im Zuge auch dieser ganzen Corona-Nachwirkungen die Menschen merken, ne, das, was hält die Menschen ab, was zu tun. Das ist ja oft, hört man oft an den Ständen, das sind zwei Argumente, oder es sind eigentlich Scheinargumente. Das eine ist immer, da kann man ja doch nichts ändern. Ja, das ist falsch. Richtig. Ja, das ist wie, ich erinnere immer an die Zeit vor der Wende, hätte man 1986 irgendeinem gesagt, dass die Wende kommt. Hätte der gesagt, hör auf damit, die Trinkerei bringt nichts. Ja, das ist der eine Aspekt. Natürlich kann man was verändern und das beste Beispiel ist ja die AfD. Ja, deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenhalten, egal was passiert und ob welcher Irrwege zum Trotz. Und deshalb freue ich mich, dass Franz hier, also ich möchte mich bei Gelegenheit aber bei Franz bedanken, der das mit einer stoischen Ruhe hier durchzieht unter allen Umständen. Wir hatten ja auch schon größere Veranstaltungen mit größeren Gegenlagen. Das ist nicht immer schön und das ist wichtig, dass wir weiter unsere Meinung sagen, dass wir uns nicht einschränken lassen, egal was da versucht wird. Und es ist ja eine ganze Menge, was versucht wird, auch Internet. Der Zensurminister Maas ist ja auch eifrig dabei, aber kommt aber nicht so richtig durch, zum Glück. Also, es bröckelt. Wir leisten unseren Anteil daran, dass die nicht menschlich, persönlich, sondern natürlich inhaltlich auf den politischen Müllhaufen der Geschichte kommen, die da hingehören. Und gut, das ist eine recht große Mülltonne jetzt im Hintergrund, aber da passen wenigstens einige rein. Vielen Dank. Super. So, behalte mal das Mikrofon, weil neben dir steht jetzt ein junger Mann, der hat immer einen ganzen Fragenkatalog dabei. Schießen los. Erste Frage ist... Mikrofon. Ja, die erste Frage, es geht im Prinzip, die Fragen beziehen sich alle auf die Würde des Menschen und wie sie wiederhergestellt wird in Deutschland. Und was mir jetzt aufgefallen ist in letzter Zeit, da ging es darum,
dass ein gewisser Herr Habeck, wie auch immer, das Wort Rasse streichen will. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, das steht im Artikel 3, Absatz 3, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, also da kommt das Wort Rasse drinne vor. Und das heißt ja am Ende, das ist praktisch die, das ist ja ein Umkehrschluss, wenn man weiterdenkt, dann heißt es ja, die Rassen dürfen verfolgt werden nach seinem Sinne. Und zweitens steht ja drüben am Deutschen Bundestag dran, dem deutschen Volke. Wie ist das dann zu verstehen? Wieso hat er dann überhaupt noch einen Platz im Bundestag? Und was unternimmt die AfD, um ihn da abzusetzen oder rauszuschmeißen, sagen wir mal so? Ja, vielen Dank. Also eines ist ganz klar. Inzwischen ist die AfD die Grund... Wir sind keine Nationalsozialisten. Vollkommen falsch, vollkommen falsch. Ich finde es wichtig, dass auch so ein fundierter Beitrag mal kommt mit Argumenten untermauert. Er hat das Prinzip nicht verstanden. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Ja, nicht andersrum. Um auf die Frage mal einzugehen, muss ich ganz klar sagen, inzwischen ist ja die AfD die Grundgesetzpartei schlechthin. Wenn es unterstellt wird, das Grundgesetz soll abgeschafft werden durch die AfD, ist natürlich Unsinn. Der Verfassungsschutz arbeitet ja auch nicht mehr als Verfassungsschutz, sondern als Regierungsschutz. Und das merken wir auch in diesen Begrifflichkeiten. Da wird das Wort Volk nicht mehr benutzt. Steht aber immer noch, wurde ja versucht, das auszutauschen, auch sonst heißt es in der deutschen Bevölkerung. Ich weiß das. Wir stehen dazu, wir stehen auch genau zum Wort laut des Grundgesetzes. Auch die Würde des Menschen ist nicht verhandelbar für uns. Die Würde, egal wo Menschen herkommen, aber auch die Würde von Deutschen ist nicht verhandelbar. Weil unser Problem, das wir haben, ist ja auch eine eklatante Inländerfeindlichkeit. Dagegen steht die AfD. Ich freue mich in dem Zusammenhang übrigens, dass jetzt natürlich durch den Druck auch mal geprüft wird, dass Deutschenfeindlichkeit eine Straftatbestand sein kann. Ich fand die Begründung immer absurd, wenn es dann hieß, es ist Volksverhetzung, kann sich nur auf eine geschlossene Gruppe beziehen. Also ich empfinde die Deutschen schon als geschlossene Gruppe. Das erkennt man zum Beispiel an so Papieren, die man hat, dass man sich da zuordnen kann. Das ist eine Riesenabsurdität, die wir da erleben. Dann war noch die Frage, was Herr Maas da drin macht. Ja, das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Hauptsächlich atmet der Luft weg und verbrennt unsere Steuergelder. Wenn ich sehe, was bei rauskommt, bei der Arbeit, die da geleistet wird oder simuliert wird, dann muss ich sagen, es ist höchste Zeit für einen Wechsel. Deshalb werden wir ja nächstes Jahr als Bundestagswahl hart dran arbeiten, dass wir da noch zulegen. An den Prozenten AfD wirkt ja schon in vielerlei Hinsicht. Wenn wir sehen, das sehe ich auch bei uns im Landtag, da werden also die Anträge, die abgelehnt werden, inzwischen 1:1 geklaut und dann als eigene eingereicht. Das ist unglaublich, wie dreist die sind, weil sie überhaupt keine Lösungsansätze haben. Als jetzt die Öffnung war, die Schulöffnung, Wiederaufnahme des Unterrichts wegen der Corona-Maßnahmen, hat das Bildungsministerium 90% unserer Forderungen übernommen. Dann haben sie dann als ihre eigenen verkauft. Da habe ich gesagt, so fantasielos muss man erstmal sein. Das kann man eine Weile machen, aber wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und irgendwann bricht sich die Wahrheit Bahn, da bin ich völlig zuversichtlich. Was macht die AfD dagegen? Eine ganze Menge. Oder dafür, muss man ja sagen. Sieht man ja hier. Und ich freue mich, das Ganze ist ja eine Art Graswurzelrevolution, die wir machen. Das bedeutet, es baut auf der Teilnahme jedes Einzelnen. Es geht nicht darum, dass irgendeiner in irgendeinem Parlament sitzt. Also es geht darum, dass jeder aktiv ist in seinem Umfeld, mit Menschen spricht. Nicht nur die in der eigenen Echokammer sind und einem bestätigen, sondern mit denen, die eben andere überzeugen sind. Wir haben die besten Argumente, wir brauchen keine Diskussion zu fürchten, auch wenn es ein dickes Brett ist, das wir bohren. Das ist der zweite Satz, der immer kommt von Menschen, wenn man die draußen anspricht, ist dann das, es geht uns ja noch gut. Es geht uns ja noch gut. Ja, das ist eine Maßstabsfrage, ne? Wenn ich im fünften Untergeschoss ist, ist der Keller oben. Natürlich geht es uns noch gut im Vergleich zur Westsaalzone. Aber das kann ja nicht der Maßstab sein, der Wohlstand, den wir haben, der ist hart erarbeitet. Den wollen wir auch gewahrt wissen. Und wenn, da hat mich Journalisten gefragt, ja, Herr Kalbitz, behaupten Sie allen Ernstes, wollen Sie das Geld, das die Deutschen erwirtschaften, dann erstmal für die Deutschen einsetzen? Ja, selbstverständlich behaupte ich das. Das ist die legitimste Forderung, die man haben kann, statt sich zum Geschenkeladen der ganzen Welt und zum Sozialamt fremder Länder zu machen. Das ist unser Ziel, da bleiben wir konsequent dran und da werden wir auch nichts ändern und je größer der Widerstand ist, umso mehr setzen wir nach. Genau, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ja, ja. Okay. Also, Andreas, wenn sonst keine wichtigen Fragen mehr sind, oh ja, da haben wir noch eine. Klar, nimm mit. Na, dann gehe ich mal hin. Herr Kalbitz, glauben Sie, dass am 26. Juni Angela Merkel weg ist? Jetzt am 26. Juni. Jetzt fängt er schon wieder an. Mit dem Ding. Weil der Messias dort einzieht. Sie wird das verlassen. Ja. Also,
Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja. Ja, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ich halte es für unwahrscheinlich. Eine Prognose. Ich kann es nicht sagen, hätte ich eine Glaskugel, ich weiß nicht, ob das gut wäre. Wahrscheinlich hätte man erstmal mehr Angst. Nein, es ist eine Frage der Zeit. Und wer da wen ersetzt, ist erstmal unmaßgeblich. Wir brauchen, es geht ja nicht um Personen. Es geht um einen Politikwechsel in Deutschland. Ja, das sind ja alles. Es gibt einen Satz, wo es mal hieß, noch nie hatten so viel belanglose Gestalten so viel funktionale Macht. Ja, das erlebe ich ja im Landtag auch, da sind ja teilweise Leute dabei, wo ich mir frage, ich glaub, bei manchen habe ich den Eindruck, die sind in die Politik gegangen, weil sie auf dem Pausenhof immer zu denen gehörten, die in die Mülltonne gestopft wurden. Und dann gesagt haben, dann gehe ich halt zur Jungen Union. Also mit Persönlichkeit hat das wenig zu tun. Wir brauchen Persönlichkeit in der Politik, aber vor allem geht es um Inhalte. Und ob da Meier, Müller, Schmidt ersetzt, solange in der CDU und SPD ist, ist mir völlig egal, weil es ist, als ob man... Jetzt hätte ich beinahe was gesagt, was ich nicht sagen darf. Ist ein bisschen wie Müll sortieren. Ne? Ja, also. Andreas, danke dir. Tschüss. Ebenso wie du bist. Jetzt haben wir die Fragestunde eigentlich zu Ende. Was hast du denn für eine Frage? Sind Sie AfD-Politiker? Was bin ich? AfD-Politiker? Ich bin AfD-Politiker, ja. Sind Sie da stolz drauf? Ja, sehr stolz. Ich habe sogar die AfD gegründet. Ja, wirklich? Ja. Also mitgegründet. Ja. Könnt ihr euch lauter sprechen? Ja. Mit wem? Von wem kriege ich Probleme? Ich weiß nicht. Das war eine Frage. Oh. Von dem da hinten, da gehe ich mal dichter ran. Sie sind von wem? Hallo? Verraten Sie es? Ein Sprachloser mit Maske? Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Antifa-Mensch. Aber was Sie machen, sollte ich alles schämen. Frag mal deine Eltern, ein bisschen Geschichte lernen. Dankeschön, tschüss. Begründet. Danke, tschüss. Aber da seht ihr mal, liebe Zuschauer, wir lassen alle zu Wort kommen. Ja. Auch die Revoluzzer, auch diejenigen, die noch weinen werden. Da müssen wir ja eigentlich mal die Eltern kennenlernen wollen. Die entweder, hallo, junger Mann. Das ist nicht. Junger Mann. Hören Sie mal. Ruhe. Nicht provozieren. Hier ist eine Demo. Wenn Sie sich in die Demo einreihen wollen, dann stellen Sie sich hinten an. Nein, ich stelle mich gegen die Demo. Ja, dann stellen Sie sich aber bitte da drüben hin. Weil ich stand das ist doch gerade da. Ich wollte mal eine Frage stellen. Weil ich ja, haben wir. Aber, ja. Aber unterlassen wir können jetzt die Provokation. Ja, natürlich. Ja, und. Dann bleiben wir wünsche allen das Beste, aber danke, denken Sie nochmal nach. Ebenso. Was es für eine Auswirkung für andere Menschen hat. Ja. Nächstes Mal bitte mit den Eltern mitbringen, die wollen wir mal kennenlernen. Dankeschön. Könnten Sie uns jetzt bitte... Hallo. Könnten Sie uns jetzt bitte verlassen? Sie dürfen... Ja, dann stellen Sie sich mit hier rein. Hallo. Reden Sie mit mir wieder. Tja, da sieht man doch mal das Berliner Bildungssystem, unsere illustren Lehrer in Berlin. Gehen Sie bitte darüber, verlassen Sie die Demo, wenn Sie nicht teilnehmen wollen. Das ist bis 19 Uhr ist es einfach hier Demoplatz. Gut, danke schön. Klausi, wissen wir schon, wer der junge Mann ist mit der Gesichtsmaske? Er wollte zu mir nicht sprechen. Nicht? Der macht einen Kinofilm mit uns. Ach, das ist er voll. Okay. Was macht der? Okay. Wir können ja keinen Kinofilm machen, nur mit dem Mikrofon. Weiß ich ja nicht. Da hätte er ja auch mit dazukommen können. Okay. Aber auch Statisten wie wir kriegen Gage. Nee, die sind arme Schlucker. Die gehören zur Antifa. Die machen das kostenlos. In der Hoffnung, dass Merkel sie fürstlich entlohnt. Möglich. Das ist die Hoffnung, die viele haben. Auch die, die sagen, Nazis und sonst. Nee, die brüllen sie ja mittlerweile. 100 Euro die Stunde. Bravo. Dann müssen wir der Forschungsgruppe erzählen. Dann kommt die Forschungsgruppe gleich. Die braucht die 100 Euro in der Stunde. Ja, das sind andere. So, heute haben wir lauter Informationsträger. Ich finde das toll.
Ich finde es auch toll, dass Andreas so unvermittelt auf dem Weg, er ist jetzt nämlich noch im Bundestag gegangen, dass er hier noch vorbeigeschaut hat. Und es war nicht klar, ob er kommt, weil einfach die Zeit nicht ausreichte. Aber es ist doch, hat doch funktioniert. Merkel muss weg. Ja, das rufen wir mal gleich. Ja, das machen wir, das machen wir jetzt. Hetzt doch nicht so. Du hast doch noch Zeit. Bis zum 26. Juli ist doch noch Zeit. Juni. Juni. Oh, eine Prognose, eine Prognose. Du hast neun Pferde. Ja, ich werde das jetzt auch machen. Das an- ja, muss er einschalten lassen. Das das angebissene. Rosi, du bekommst dein angebissenes Mikrofon. Hallo. Dein angebissenes, weiß nicht schon wieder rein. Also, Rosi, du kannst doch singen. Okay, jetzt singen wir die deutsche Nationalhymne. Prima. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit des Glücks. Gesund erfand, blühe Pflanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland, blühe Pflanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Bravo! Nee, ich finde das gut, dass es auch Leute gibt, die nicht mit uns einer Meinung sind und sich das auch offen sagen trauen. Das finde ich toll. Auch der junge Mann hat es in seinem Sinne gut rübergebracht. Muss ich sagen, prima. Weil die anderen, ja, da kann man sich streiten, aber das ist ja mal, schaut euch doch mal die anderen an. Die fahren hier vorbei, Finger hoch und Nazis und spucken aus und so weiter. Also das sind alles Dinge. Er hat auch gespuckt, ja, aber das ist hier jugendlicher Leichtsinn. Das legt sich nur. Das legt sich alles. Ich weiß zwar nicht, wo die Menschenverachtung jetzt ist mit unserer Demo. Wir haben hier nur was gegen Frau Merkel. Und weiß ich jetzt nicht, wo ist da das Problem bei den Herrschaften. Aber gehen wir nicht her und machen hier die große Runde. Die große Runde hat noch nie was gebracht. Wir haben ja jetzt gesehen, was in anderen Ländern passiert ist. Wenn ich mir das anschaue, und da fürchte ich mich davor, was nicht ich persönlich, sondern für die Jugend, für die Leute, wenn man sich die amerikanischen Fernsehsender ansieht, bin ich ganz stolz, dass es bei uns keine Waffen gibt, die offen getragen werden dürfen. Denn da wäre ein Massaker am Ende des Tages da. Also ich muss schon sagen, da sind unsere Gesetze schon hervorragend. Es wird noch nach Regeln verfahren. Wie lange das noch der Fall ist, weiß man nicht. Aber ich denke mal, wir werden hier, egal wer hier in Deutschland alles lebt, aber die werden auch nach wie vor die Vernunft walten lassen und nicht so ausrasten, wie man es momentan in Amerika und übrigens auch in Mexiko jetzt gesehen hat. Hätte ich nie erwartet, nie. Hergeht, plündert, Leute, ja, ich hoffe, ich sage ja gerade, kommt, ich hoffe nicht, weil das ist nicht das, was wir erreichen wollen. Es kommt deswegen, wenn hier Merkel weiterhin am Ruder bleibt und mit ihr ihre Gefallen, ihre Vasallen, die sie da eingestellt hat, die ja eigentlich nichts anderes machen, wie nur noch hetzen, die sich ja nicht mehr um die Leute, die sind ja für die Leute eigentlich gewählt worden. Schaut doch mal die von der Leyen an, die jetzt hier fast 2 Billionen, zuerst hat man von 1 Billion gesprochen, das ist ja Inflation pur, was die da anstellt.
fast 2 Billionen jetzt auf den Markt schmeißt. Keiner weiß, für was es wirklich angewendet wird. Auch die Staaten, die da zustimmen sollen, haben auch noch so keine richtige Ahnung, wie und was und warum. Sie wissen nur, dass sie zahlen müssen. Die Staaten, die in der EU sind, müssen ja anteilig bezahlen. Deutschland muss 29,9% bezahlen. Ja, wenn man keine und, Frau hat, muss man so, wa? Das. Und wenn ich mir das anschaue, wir kriegen dann von dem ganzen Geld nochmal 29 Milliarden wieder rückerstattet. Eigentlich müssten wir nur 29 Milliarden oder so etwas einzahlen, aber das haut nicht so ganz hin. Wir geben. Wie wäre es denn, wenn man erstmal für unsere Alten sorgt, die das alles erwirtschaftet haben? Wenn man erstmal hergeht und unser Bildungssystem ausbaut, und zwar ausnahmslos für alle, die hier sind. Und wenn man hergeht und auch die Wohnsituation für die Leute, die man schon eingeladen hat, die schon hier leben, verbessert, dann wäre das alles, ja, alles hätte ja Sinn und Verstand. Aber das passiert ja nicht. Man pflegt ja, naja, glaubt doch nicht das mit dem Kino. Man pflegt ja den Hass und in der Bevölkerung, in dem, dass man denen vorführt, hoppla, der kann sich mehr leisten wie der andere. Keiner weiß recht warum, weshalb. Mit Arbeit alleine kann man sich das heutzutage nicht mehr leisten. Da muss schon noch anderes im Rahmen sein. Und was noch schlimmer ist, dass unsere Politiker, wie zum Beispiel ein Söder, seine Frau verhökert, Masken verhökert, Schutzanzüge verhökert, hat sich extra eine Firma gekauft, um das alles zu machen. Da könnte man auf den Gedanken kommen, dass diese ganzen Schutzmaßnahmen, diese Eindämmungsverordnungen, ja eigentlich Sinn und Zweck gewissen Leuten ein schönes Einkommen zu verschaffen. Und die schämen sich auch nicht. Ja? Und wenn du dir dann die anderen alle anschaust, schau doch mal den Spahn an. Schau dir mal seine Beteiligungen an. Alles in dem Sektor, den er als Gesundheitsminister eigentlich vertritt. Hier ist er mit 20%, dort mit 9%, dort mit 15% und so weiter beteiligt. Früher gab es hier eine Regelung, die gibt es übrigens im Landtag auch. Du musst deine Einkommen offenlegen. Dann haben wir die Verfassungsbrecher. Seehofer gegen die AfD hat Teil. Dreckige Nazi-Abfrau! Verpisst euch! Jawohl! Verpisst dich, aber misst dich, du! Falscher Finger! Das ist alles Demokratie, Jungs! Jawohl! Ich weiß zwar jetzt nicht, wo das Argument liegt, warum man uns jetzt hier zum Verpissen auffordert, aber es muss seinen Grund haben. Vielleicht hat er mal bei Merkel am Fuß setzen dürfen, so wie sie bei Kohl damals, als sie über die Mauer kam. Um Gottes Willen, mein Mädchen, hat er immer gesagt. Mein Mädchen. Merkel muss weg! Merkel bleibt! Aber nicht mehr lange! Ihr Wunsch ist uns Befehl! Ja, heute haben wir eigentlich alles gut gemischt. Wir haben vom Politiker bis zum Kritiker, das reimt sich sogar noch. Was?
Bis zum? Bis zum Brexiter. Bis zum Brexiter? Wer ist denn der Brexiter wieder? Ah, Brexiter. Ah, jetzt. Hier lernt man Wörter. Was haben denn unsere Zuschauer am Livestream? Ja, ich habe das Gefühl, heute sind viele Anhänger oder sagen wir mal so die Richtung der Forschungsgruppe. Hier gibt es recht komische Kommentare, die lese ich mal nicht vor. Aber ansonsten gibt es viele Grüße wieder aus dem gesamten Bundesgebiet. Oh, ja, das ja, die und zwar gehen schon auf der neuen Seite, erstaunlicherweise. Aha. Ja, also es sind also die Dinge, die man sagen muss. Ja, jetzt schenkt er doch nicht so viel Aufmerksamkeit. Die fühlen sich doch da. 11. Juni. Was ist denn mit dem 11. Juni? Oh, ist morgen. Das wollen wir doch alle wissen. Jo, geh weiter. Ja. Die wollen dich doch sehen, wenn du was willst. Ja, ich nicht. Tu hiermit zu Kunde und Wissen, der Erzbischof Wichmann am 11. Juni 1157. Dieses Datum gibt als allgemein als den Geburtstag der Mark Brandenburg. Das ist alles. Und was soll ich jetzt damit machen? Morgen vorlesen, morgen haben wir Ausschüsse. Ja, das kann ich ja morgen anbringen. Morgen haben wir Europaausschuss, dann haben wir, ja, dann haben wir Infrastruktur. Das wird auch noch angesprochen. Nächste Woche haben wir BER. BER das Hauptthema. Dann gibt es am Samstag die Demo Tesla. Grünheide. Alle, die teilnehmen wollen, sollen sich dorthin begeben. Ihr könnt es nochmal nachlesen. Christoph Berndt ist mit dabei. Lars Günther ist dabei, Kathi Muxl ist dabei. Es wird auch ein Untersuchungsausschuss Corona, den gibt es auch. Aber es wird einen Untersuchungsausschuss wahrscheinlich geben mit Tesla, weil man nicht nachvollziehen kann, wie ein Herr Musk überraschenderweise nach Grünheide kommt. Jetzt das Grundwasserproblem alles ansteigt und ich muss sagen, ich frage mich nur, warum man in ein Naturschutz- und ein Grundwasserschutzgebiet Fabriken reinstellen muss, wenn man unten bei Frankfurt-Oder, wo ja die Oder Wasser hat, zumindest dort unten, wenn man dort genügend Platz hat. Warum muss es genau dort sein? Was sind die Gründe? Man bekommt es. Die Autobahn, ja, das ist sowieso ein Leidensding. Die Autobahn selber muss ja gerichtet werden. Die ist ja mit Betonfraß nach wie vor sanierungsbedürftig. Betonfraß heißt, der Belag löst sich auf. Ja. Und, aber es wird ein neuer Zugang gemacht. Der ist aber übrigens im Infrastrukturplan auch noch nicht so richtig verewigt. Weil sonst jetzt ja, wäre es ja früher aufgefallen, dass hier Tesla herkommen möchte. Die Frage ist dann auch, sind die Pfahlbauten deswegen, weil ja schwere Maschinen aufgestellt werden müssen. Die können mit flachem Fundament, flachem Fundament nicht aufgebaut werden. Also brauchen die einen Pfahl, der tief reingeht, trifft dann natürlich Grundwasseradern. Ja. Und da sind wir einfach immer bei dem Punkt, wer genehmigt es so im stillen Kämmerlein. Die Landesregierung von Brandenburg hat sich bis heute noch nicht erklärt, wie sie denn zu dem Glücksfall kam. Es läuft wie geschmiert, meinst du? Ja, man könnte schon fast meinen. Solange wir es nicht beweisen können. Ja. Naja, wichtig ist ja immer, wer spricht dann die Genehmigung aus? Das macht ja dann der Umweltminister. Und jetzt haltet euch fest, der Umweltminister ist ja ein Grüner. Die ja vorher sich an den Bäumen festgekettet haben, in die Wipfel gestiegen sind, wenn da irgendwo ein Nest war. Und heute kommt genau dieser Grüne, der übrigens aus München kommt, der kommt und sagt, weg mit dem ganzen Wald.
In der sechsten Legislatur konnte er gar nicht Wald genug haben. Und jetzt ist es überflüssig. Von Arbeitsplätzen wird ja gar nicht gesprochen. Bis heute weiß man nicht, wie viele Arbeitsplätze denn dann tatsächlich abfallen für die Bevölkerung. Das ist ja auch noch nicht so richtig Sache gewesen. Also es sind viele Dinge, die ein Rätsel sind. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann in der nächsten Zeit auflöst. Wir werden es jetzt sehen, in den nächsten Wochen sind ja verschiedene Ausschüsse. Dann ist noch vor den Ferien noch Plenarsitzung, 17, 18, 19. Und dann gehen wir in die Sommerferien. Nur wir werden das nicht machen, außer es trifft das ein, was unser junger Mann da hinten gesagt hat. Am 26. ist sie weg. Ich habe es immer noch nicht begriffen, wie er auf den 26. kommt. Das ist mein Geburtstag. Das ist dein Geburtstag. Ach so, ach so. Eine Prognose. Also es gibt, Darf ich eine Frage stellen? Immer. Aber da musst du hierher kommen. Ja, also Sie... Komm hier. Also Sie fragen ja, warum soll sie denn... Wer bist du denn? Stell dich einfach mal. Ich bin Konrad. Konrad, ich bin Franz. Warum sollte Merkel weg? Weil Merkel unserer Meinung nach schlechte Politik macht für den Bürger. Das sehe ich aber anders. Was für nachweislich? Sie hat Millionen... Ja, Momento, jetzt ist er dran, nicht von da hinten. So. Warum? Ja, da verstehen wir aber nichts jetzt. Doch, man versteht mich. Gut. Also... Sie hat die deutsche Wirtschaft gestärkt und schützt gerade genau. Lasst ihn doch ausreden. Wieso sind die deutschen Exporte 2019 auf dem Höchststand gewesen? Rüstungsexporte. So stark geworden. Also, die Volkswirtschaft ist stark geworden nach der Wende. Und das hat den, ist nicht unter das. Ist das nicht, Moment. Ja, unter der Politik Kohl. Ja. Es ist tatsächlich so, ja, kann man nachlesen, da brauchen wir nicht streiten. Es ist unter der Politik Kohl und anderen, da war Merkel noch gar nicht im Rennen, ist diese ganze Geschichte ins Rennen gekommen. Was für. Sind Sie auf der Universität oder im Gymnasium? Gymnasium. Ja, da lernt man das doch. Ja, da lernt man, dass Merkel die Agenda 2010, die Schröder eingeführt hat, fortgeführt hat, da... Diese Menschen hier, Sie inklusive, demonstrieren für eine angebliche Zukunft, die wir haben, sind aber gleichzeitig gegen Klimaschutz, bestreiten den menschengemachten Klimawandel und all diese Sachen, die wissenschaftlich erwiesen sind. Wissenschaftlich erwiesen. Also jetzt muss ich Sie mal ganz kurz korrigieren. Hallo! Der hat auch eine Meinung und die Meinung lasst ihr jetzt gelten. Es ist zwar im ersten. Nein, bleiben Sie hier. Habe ich Ihrem Kollegen vorhin schon erklärt, wenn Sie mitdemonstrieren wollen, müssen Sie hinten anstellen. Sonst ist das nichts. Dann kriegen wir ein Problem mit der Polizei, weil hier einfach der Demonstrationsplatz ausgeweitet wird. Aber Sie haben recht, Schröder. Schröder war übrigens der Mann, der hergegangen ist und hat angefangen. Zusammen, also vorher Kohl, dann kam Schröder, die haben die Wirtschaft nach vorne gebracht. Und die haben auch mit Russland diese ganzen Gasvorkommen, Ölvorkommen etc. haben sie Abkommen gemacht, das können Sie auch nachlesen, die ja auch nicht bloß für Russland Vorteile hat, sondern auch für Deutschland Vorteile hat. Und wenn Sie heute das anschauen, warum werden die Verlegearbeiten für die Pipeline, für Stream 2 blockiert. Aus einem ganz einfachen Grund. Amerika möchte, und das ist ihre legal für sie, die wollen ihr Fracking-Gas, ihr Fracking-Öl verkaufen. Das ist, und deswegen behindern sie, dass Russland seine Pipeline fertigstellt. Darf ich ganz kurz fragen, was hat das mit dem Thema der deutschen Wirtschaft zu tun? Überhaupt nichts. Doch, weil die Merkel sich nicht gegen diese, wenn Sie mal Politiker werden, werden Sie sehen, da werden Sie, gehen Sie mal in den Plenar, ich lade Sie für nächste Woche ein. Kommen Sie nach Potsdam, Sie kriegen von mir sogar noch eine extra Karte, weil sonst dürfen Sie nicht rein. Kommen Sie rein, hören Sie sich das mal an,
was dort alles gemacht wird, ansonsten im Livestream. Es ist ja so, dass die Wirtschaft, und da können Sie jetzt das drehen und wenden, wie Sie wollen, die Wirtschaft wäre ja bereit, zusammen mit den anderen Ländern das zu machen. Aber es gibt Bestrebungen, das eben nicht so zu machen. Und das ist der springende Punkt. Wenn Sie sich mal die Agenda von dem anschauen, wenn Sie sich die Agenda anschauen, was die Merkel macht, was haben wir eigentlich für Exportdrüsen gehabt in der letzten Zeit, wo das viele Geld herkam? Hat alles mit Militär, mit Waffen zu tun gehabt. Das war der größte Träger. Was ist mit der deutschen Automobilindustrie? Und die wird momentan kaputt gemacht. Und mit den schönen Verbrennern, die Sie immer so schön befürworten? Das ist in Ordnung. Die haben genau diese Technologie hat Deutschland nach vorne gebracht. Wir sind Exportweltmeister geworden mit den Autos. Die werden übrigens ja in anderen Ländern jetzt auch nachgebaut, ob das China ist oder sonst was. In Deutschland wird abgebaut. So, was haben wir dann? Wir haben dann andere Antriebssysteme, die noch nicht so erforscht sind. Und wir haben dann auch das Problem, dass wir nicht wissen, wohin mit dem ganzen Abfall. Wir hatten ja dasselbe Problem schon mal mit der Kerntechnik. Kernkraft wurde ja auch abgeschafft. Die wurden eingelagert, die wurden in, können Sie auch nachlesen, das wurde hier irgendwo Gruben gesucht, da wurden diese ganzen radioaktiven Teile reingeworfen. Das gibt es jetzt übrigens, glaube ich, heute oder morgen Film bei Phoenix, wo das dann dargestellt wird. Was macht die Zukunft damit? Was machen Sie dann damit? Denn Sie trifft es, auch Ihre Kollegen. Was macht ihr denn damit mit den Nachlassenschaften dieser verfehlten Politik, Kernenergiepolitik? Das ganze Zeug ist ja noch da. Das führt mich wieder zu meiner Ursprungsfrage zurück. Warum sollte Merkel weg und was bei allem guten Sinn hat das mit der Politik zu tun? Also mit der Politik, die Merkel macht. Ich meine, Merkel setzt sich für den Abbau der Atomenergie aus, besonders nach Fukushima, absolut verständlich. Was fordert die AfD? Die AfD sagt, den Klimawandel gibt es nicht. Warum sollten wir denn Atomkraftwerke abbauen? Also, Sie widersprechen sich hier gerade im Sinne selbst. Nein, wir sagen ja nicht, wir sollen es abbauen. Wir haben gesagt, das ist ein Fehler gewesen, dass man die von heute auf morgen zugemacht hat. Denn es ist bei uns, Fukushima haben Sie vollkommen recht, aber das Fukushima ist ja wegen der Bedienungsfehler kaputt gegangen, nicht wegen der Technik. Und auch in Deutschland ist, die Technik ist ja auch in der DDR gab es das, ja, wird es abgebaut, obwohl es noch nie irgendwo ein Problem gegeben hat damit. Und wir bauen jetzt um auf eine neue Technologie, die man nicht erforscht hat. Tschernobyl war ein Fehler. Dann Tschernobyl war ein Unfall. Punkt. So, dann Fukushima war kein menschlicher Fehler, sondern das war ein Erdbeben und ein Tsunami. So, und da war Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbreche, es war ein Bedienungsfehler. Ich würde mich einfach mal informieren. Aber ja, ja, nee, schauen Sie. Sie können ja nächste Woche wiederkommen, dann können wir es weiterführen. Ich bin froh, dass ich nächste Woche in keiner Stadt mehr bin, wo eine AfD-Demo stattfindet. Dankeschön. Gut, darf ich fragen, in welcher Stadt keine stattfindet? Im guten Bayern. Wo? Nein, ich komme ja aus Bayern, deswegen frage ich. Ich werde Ihnen aber nicht meinen Wohnsitz verraten. Nein. Es ist an einem schönen Siebenberg. Gut, ich wünsche Ihnen viel Freude, viel Erfolg. Und wie gesagt, kommen Sie wieder. Wenn Sie andere Meinung haben oder auch nicht, ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Schönen Gruß an deine Lehrer, die haben Regie was drauf. Ja, Leute, ihr müsst euch angewöhnen, auch andere zu Wort kommen zu lassen. Es nützt ja nichts, wenn wir immer hergehen. Wir sind ja nicht so jung wie die. Die haben ja auch eine Meinung. Also, wir hören uns das an. Jeder kann seine Meinung sagen, das haben wir schon immer so gehalten und das werden wir auch weiterhin so halten. Und wenn der junge Mann mit seinem Fahrrad da nach hinten geht, bin ich sehr zufrieden, denn ich möchte nicht riskieren, dass wir hier von den Veranstaltern oder von den Genehmigungsbehörden ein Problem bekommen. Stellen Sie sich hinten hin. Stellen Sie sich bitte hinten hin. Das ist immer so schwierig. Nein, das hat nichts mit Disziplin alleine zu tun. Wenn die sehen, dass es hier einfach wie im Hühnerhaufen zugeht, die fahren ja nicht umsonst her, weil sie jetzt nicht wissen, wo sie hinfahren sollen, sondern die gehen davon aus, dass es hier in geordneten Verhältnissen abläuft, dass jeder zu Wort kommt, dass hier nichts Anrüchiges passiert. Und ich muss sagen, bisher haben wir es immer so gehabt, dass die Leute, egal was für Meinungen sie hatten,
immer sauber abgelaufen ist. Und da muss ich auch sagen, wir haben jetzt die 166. 166 Mal. Ihr könnt sich Merkel muss weg! 166 Mal! Merkel muss weg! 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 Ja, steckt mal Finger auf! Das ganze Regime, mit dem Finger bis zum Bein. Es war immer schlimm, wenn er so Drohungen nach Hause und der Kamera. Nur so als Tipp. Und jetzt singen wir die deutsche Nationalhymne. Kontrollier mal, ob ich die Drohne habe. Einigkeit und Recht und Freiheit. Wer jetzt? Deutsche Vaterland, lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes gesunder Pfand. Überglanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland, blühe glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Bravo! Nächstes Mal singt ihr mit, gell? Nächsten Mittwoch. Okay. So, Leute, ich bedanke mich bei euch recht herzlich, auch bei den Zuschauern. Fürs Kommen, fürs Teilnehmen. Und nächsten Mittwoch, Merkel muss weg. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe mich zwar abwesend gemeldet, weil wir haben nächste Woche Landtagssitzung. Du bist ein netter Kerl, aber es verunstaltet dich, wenn du immer mit solchen Dingen kommst. Du bringst nicht. So. Kommt gut nach Hause, geht in euch, tut Gutes und wir treffen uns nächsten Mittwoch und wir schauen dann, wie, ob der Wunsch von ihm in Erfüllung geht, dass sie wann der 29. 26. Willst du nicht meine Geburtstag? Muss man jetzt wissen. Aber nächste Woche Mittwoch ist ja erst der 17. Also liebe Leute im Livestream, tschüss. Danke für eure Besuche und nächsten Mittwoch könnt ihr wieder da sein, egal wer hier ist, schaut zu, tragt sie raus, die Meinungen und dann sehen wir uns wieder. Momentan, Franz, übrigens schreibt gerade der Thorsten, der sich Jäger nennt, der kleine, der ja, Fan ja, der Forschungsgruppe, du, es ist gerade hier weg, aber irgendwas mit Franz auch irgendwas mit verpiss dich. Also Thorsten. Ja, das wissen wir jetzt, haben wir ja doch schon mehrfach gehört, dass wir uns verpissen sollen. 166 Mal hören wir immer, verpisst euch. Ich verstehe nicht, lasst doch mal was anderes einfallen. Komm mal jetzt, wir fahren nach Hause. Sonst wir fahren, langweilig. Wir gehen nach Hause. Ich wünsche euch was. Tschüss. Passt auf auf euch, gell? Ja, so bei die 166. Veranstaltung. Merkel muss weg Mittwoch wieder direkt vor dem Bundeskanzleramt. Ja, das war doch eine gelungene Veranstaltung. Und als Überraschungsgast Andreas Kalbitz. Ja, von mir persönlich und Franz Wiese Grüße an Siegfried Debritz. Den Kommentar von letzter Woche würde ich mir doch mal überlegen, ob denn der zutrifft. So. Ja, das war's von uns für heute. Nicht vergessen, die neue Seite Merkel, also facebook.com/Merkel muss weg mit Woche. Aktuell alles zusammen, ein Wort, ob groß oder klein. Ihnen überlassen. Teilen, abonnieren und gefällt mir drücken. Bis nächste Woche zur 167. Veranstaltung am 17. Juni wieder hier direkt vor dem Bundeskanzleramt. Schön patriotisch bleiben, auf Wiederschauen aus Berlin.